So, was geht ab? Wir spielen heute Wobbly Life. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es auf Steam gesehen, habe es gekauft und jetzt sagen wir, gehen jetzt einfach mal rein da. Somewhere in the quiet part of Wobbly Island. Ah, wir zocken gerade ein bisschen Doom. Ganz entspannt. Da ist aber wer sauer. Days without job. Ja, was wie in Real Life. Ja, gar kein Problem. Jetzt gibt's einen Klaps auf den Po. Oh, never mind. Hadouken! Ja, sie hadokent uns einfach durch die Tür. Ah! Aua. Boah. Aha. Weiß ich, bevor wir mit ihm reden, erkunden wir erstmal ein bisschen. Was ist das hier? Was kann ich überhaupt machen? Jo, Alter, kann ich das hochheben? Interact. Den packen wir uns. Stehen bleiben, aber okay, er ist viel schneller als wir. Reden wir mit ihm. Hey! Hey! Jelly Delivery. Would you grab some jelly for me? I'll pay you. Das ist ein Job. Ja, safe. Follow Marker, pick up Jelly, return here with Jelly. Accept Job. Wir haben alles unterschrieben. Es geht schon los. Es geht schon los. Ja, wir nehmen unser Gefährt und machen uns auf den Weg. Das Ding ist arschlangsam. Oh, fuck. Moin Gamer, ich muss dir was mitnehmen. Ich muss mein Jelly mitnehmen. Aber wo soll das hin? Zurück zu dem Typen oder was? Kann ich damit hier draufsteigen? Nee. Kann ich das mit deiner Hand festhalten und dann fahren? Nee. Wir rennen los. Aus dem Weg! Wir haben 10 Euro verdient. Aber was mache ich damit? Wo soll denn das hin? Nach Hause? Ja, wir wohnen hier, ne? Hier wurden wir rausgejietet. Oder? Dauert halt nur some work. Ja, ich doch. Ich werde das Geld in mein Zimmer bringen. Verrückter Alte. Ich würde sagen, das hier ist mein Zimmer, oder? Mit so einem Pferdedings? Was ist das von der Mom? Was ist das hier? Noch mehr Geld. Ja, ich kann das Geld irgendwie in mein Inventar tun, aber ich weiß nicht wie. Gehen wir erstmal weiter unser Brot verdienen. Oh Mann, mein Gefährt ist hier nicht mehr. Kann ich in das Gefährt einsteigen von den Nachbarn? Oh. Ich leih mir das nur aus. Fuck. Aus dem Weg. Bald bin ich kein Geringverdiener mehr. Was ist das hier? Eine Telefonzelle. Hallo? We don't own any vehicles. Boah, das ist ja wie bei Simpsons Hit and Run, Alter. An der Telefonzelle sein Auto spawnen lassen. Aber außerdem sind das Lügner, ich habe ein Auto. Ups. Okay, ich glaube, wir können Häuser kaufen. Ah, wir haben gerade mal unsere ersten 10 Moneten verdient. Post Office, sie haben die doch locker einen Job für mich. Und eingepackt. Oh, Geldautomat. Ich habe 35 Dollar. Ich kann hier nichts machen. Zahle ich hier das Geld ein? Muss ich da mein Geld hinbringen oder was? Gehen wir weiter. Hallo? Viel Arbeit. Jump into Paper Gun. Fire into Market Gardens. Ich bin der richtige Wobbly für den Job. Let's go, Junge. Wird das jetzt aha, da wo markiert ist, okay. Peng! Scheiße. Peng! Jawohl! Peng! Jawohl! Peng! Jawohl! Peng! Fuck! Nein! Ja! Nach hinten! Ich glaube, ich habe mir zu viel zugemutet. Jawohl! Jetzt Sniper! Oh, ich krieg eine zweite Chance für das Haus da hinten! David! Nein! 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 Alter, ich war schon. Komm schon. Pack das Schild! Okay. 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 Pack, da habe ich hier eins vergessen. Unser Kumpel. Damit. Jawohl. Wie viel brauchen wir noch? 8. Oh. Egal, 34 Dollar konnten wir verdienen. Aber das können wir besser. Wir kommen hier wann anders wieder. Ja! Ich renne doch nicht von meinem Haus für 10 Dollar bis hierhin, nur um das einzuzahlen. Ich dachte, ich kann hier irgendwo Kleidung kaufen. Es ist doch dick und fett auf der Map markiert. Ach, hier. Hallo? Oh, shit. Okay, Heads, Tops, Pants. Ich würde sagen, als erstes haben wir mal ein paar Pants. 40 Euro! Du hast nur 30, aber Junge, was sind das für Treter? Was ist das? Jo, das ist natürlich auch irgendwie wild, ne?
Ja, komm, hol mal. Man gönnt sich ja sonst nix. Was gibt's noch so? Das ist natürlich schon wild. Oh ja, das sieht ganz nach mir aus. Ein Dollaris fehlt uns. Das kann nicht sein. Immer eine VR-Brille. Jumpix? Wir brauchen diese Cap. Wir brauchen ein Dollaris. Wollen wir jetzt von zu Hause. Aber warte, ich habe eine Idee, wie wir das Geld transportieren. So, finden wir noch unser Haus, ist die Frage. Boah, das ist aber ein schnelles Gefährt. Mit der Power habe ich nicht gerechnet. Ich bin dieser Kraft doch nicht gewachsen. Sorry. Und eingepackt. Hallo, ich habe eine Hose. Geht auch? Ja, 10 Dollaris sind noch da. Zeit zum Schlafen. Wir sind am Hustle. So. Geld liegt drinne. Du bist jetzt zum Bankautomat. Andere Richtung, ne? Scheiße. Hier lang? Wo ging es zum Bankautomat? Ah, da sind auch noch welche, okay. Eingepackt. Wie ein King. Jawohl. Boah, ein paar Snacks kann man sich holen. 10 Euro für Schokolade. Alles 10 Euro, sogar Wasser 10 Euro, oder was? Ja, das kann ich mir nicht leisten, leider. Ja, ich würde hier gerne mal reinschauen und gucken, was es so Süßes hier gibt. Moin. Eine Arcade-Halle, an der ich nichts spielen kann. Ah gut, Game ist noch Early Access, ne? Game ist noch Early Access. I like your style. Danke. Oh, hier können wir... Ah, button? Kann ich meine Hose? Oh, kann meine Hose... 20 Euro, ja. Rein, ich mag deinen Style doch nicht. Abzocker. Das ist nicht das Geschäftladen. Das Geschäftladen, der Kleidungsgeschäft. Das Kleidungsgeschäft. Was ist denn hier das Kleidungsgeschäft? Ein anderes Gebäude? Oh, zweite Etage vielleicht. Wir kommen hier da aber hoch. Ich finde keinen Weg nach oben. Ein Geschenk. 2 von 90. Oh, wir haben ein bisschen Geld bekommen, wa? Okay, wir brauchen unseren Einkaufswagen natürlich. Fahrstuhl. Hallo. Geht doch. Und Rainer, kann ich jetzt nach oben? Das hier? Jawohl. Das hier ist, glaube ich, der Friseur. Ich bin stuck. Oh, stuck. Geht doch. Moin. Oh, das ist natürlich schon verlockend. Jo, Alter. Das ist so ein Standardding, denke ich mal, wa? Nehmen wir. Danke dir, Digi, ne? Ja, das Problem mit dem Einkaufswagen. Da zur Seite abstellen. Aha. Wollte mir eigentlich eine Cap kaufen. Wozu habe ich mir dann eine Frisur gemacht? War nur Geldverschwendung. Das war nur Geldverschwendung. Alter, macht mich das gerade sauer. Egal. Wir wissen ja, was unter der Cap steckt. So, ich gehe da mal wieder, ne? Scheiße. Fuck. Was geht jetzt ab? Yo! Ich war einfach drauf gesurft. Yes, let's go. Und eingetütet. Alles wie in Real Life. Ah, schade. Egal. Baba nach Hause ein Nickerchen machen. Ich habe mich schon wieder verfahren. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Vielleicht einfach mal darüber. Unbekanntes Gebiet. Ein Rummelplatz. Geldautomat. Kann ich hier was spielen? Sieht nicht so aus, wa? Das bieten mal Highscore. Ich liebe sie. Machen wir weiter. Auf dem Rummelplatz scheint nichts Besonderes zu sein. Was ist hier? Dein Job für uns. Ja, jetzt machen wir Nachtschicht. Was ist das hier? Warum leuchtet das? 500 mit goldenen Ring. Please note, Prop Shop Purchases are not permanent. Und dafür soll ich 500 zahlen? Hallo? Aha. Ein Metalldetektor. Hallo. Helga Metalldetektor. Damit müssen wir X suchen. Aha, piept. Wir müssen zahlen, damit wir suchen können. Ja, gib mir easy. Ich habe kein Geld für Metall. Mir fehlt ein Geld für den Metalldetektor. Hier ist ein Metalldetektor. Ich nehme den hier. Oh, geh mal weg. So, was geht's? Aber die Karte zeigt mir gar nichts an. Geh weg. Ich muss hier erstmal besser festhalten. So, und zack. Jawohl, geh mal los. Aha, hat gerade gepiept. Wo war das? Hat so gehupt. Ich finde nichts mehr. Hat schon wieder gepiept. Hier drinne ist dieser Mann, der Pinball spielt. Hä? Los? Sieht nicht so aus. Ah, jetzt sehe ich da was auf der Karte. Fahren wir los. Oh, scheiße. Wie weit ist denn das weg? Ich hier irgendwo. Was? Nee. Hä? Jetzt ist es wieder weg. Ich schmeiß den Job hin. Nein! Oh, das war aber ein Flip, Junge. Huh. Der Job ist nichts für uns. Kann ich Flugzeug fliegen? Oh mein Gott. Lass mich vorbei. Jetzt fliege ich Flugzeug. Oh ja. Oh ja, das ist es. So, suchen wir jetzt nochmal unser Haus. Da ist jetzt was markiert. Ich habe keinen Metalldetektor mehr. Wo ist mein Metalldetektor? Okay, das wird ein Landeflug. Erfolgreich gelandet. Mein Metalldetektor noch hier? Nein, er ist weg. Oh.
Hilfe! Oh. Das hat mich jetzt aber hier erstmal weggepfeffert. Hallo! Hey, you gotta try out this race? Yeah, safe. Race to the next checkpoint. Passing checkpoints, it's time, reach the finish line. Easy. Dafür bin ich geboren. Let's go! Wenn wir schon den Boost mitnehmen. Okay. Oh nein! Fuck, 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 fuck. Steuerung ist sehr komisch. Es lenkt sehr radikal. Ups. Okay. Und lang, lang, rechts lang. Oh nein, ich habe einen Booster verpasst. Ich habe noch einen Booster verpasst. Soll ich mir in der Mitte fahren und alle mitnehmen? Let's go, Junge. Oh, da habe ich ein bisschen viel Boost mitgenommen. Nein, Mann. Let's go. Bin da. Geh davon. Race Outfit unlocked. Und warum muss ich jetzt so einen Gesichtsschleifer machen? Aha! Neues Gefährt! Und eingepackt. Man merkt, die hat keine Ahnung vom Leben. Oh ja, du alte Sau. Das ist, glaube ich, unser Zimmer. Da haben wir auch Kleiderschrank. Hier haben wir die Racer-Sachen. Oh, den Jellyhead. Ja! Ja! Ja, wir schlafen. Ah! Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, weil ich will auch endlich mal reich werden. Und bis dahin, bon voyage!